Die das Ortsbild prägende Anlage überragt sie alle. Die über 20 Kirchen und Kapellen der Kernstadt, die umliegenden Profanbauten, trutzig, mächtig, Vertrauen erweckend, Ehrfurcht gebietend. Ein Fels in der Brandung. Unerschütterlich, urwestfälisch, bodenständig, auch wenn inzwischen die Sandsteinquadern seiner Mauern gezeichnet sind, von abwechselnd Wind und Regen, Winterkälte und Sommerhitze. 93 Meter gen Himmel aufragend und kilometerweithin sichtbar im flachen Umland, der spitz behelmte, wuchtige Turm. Das Gesamtbauwerk, ein steingewordenes Zeugnis Jahrhunderte überdauerter, teils glanzvoller, teils düsterer Geschichte und Vergangenheit. Heute Hüter und Bewahrer des christlichen Glaubens in bewegten Zeiten des Umbruchs und der Veränderungen. Die Bewohner in Stadt und Land verehren in ihm das älteste, ehrwürdigste und an Erinnerungen reichste Gotteshaus, die Haupt- und Mutterkirche, das Herzstück ihrer Heimat, der Hohe Dom zu Paderborn. Die im Original 69-minütige Filmdokumentation öffnet für den Betrachter die Tore des Paderborner Domes. Sie lässt ihn visuell teilhaben an dessen bewegter Vergangenheit, vor allem aber der lebendigen Gegenwart. Sie widmet sich seiner zeitübergreifenden Bedeutung für den Glauben, die Tradition und die Menschen der Stadt Paderborn. Der Frankenkönig Karl der Große. Untrennbar ist sein Name mit der Stadt Paderborn verbunden. An den Quellen der Pader begründete er 776 zur Christianisierung der Sachsen, Pfalz und Karlsburg. Diese Pfalz an den Paderquellen als Residenz des neuen Herrschers gilt als Geburtsstätte des mittelalterlichen Deutschen Reiches. 777 fand der erste Reichstag und eine Missionssynode unter Karl dem Großen in Paderborn statt. Gleichzeitig erhielt die Siedlung an den Paderquellen ihren ersten Namen, Patris Brunna. Das Domkirchenjahr ist auch außerhalb der wiederkehrenden Hochfeste wie die Geheimnisse der Menschwerdung, der Auferstehung und der Geistsendung, Weihnachten, Ostern und Pfingsten reich an Höhepunkte. Glanzvolle Pontifikalämter. Feierliche Prozessionen, bedeutende Ausstellungen,
eine Kultur, die diese Ausstellung feiert und wieder belebt. Vieles andere rührt an mein Herz und deshalb bin ich gerne hier und freue mich ganz besonders, zu dieser schönen Ausstellungseröffnung unter Ihnen zu sein. Das einzigartige Liburi-Fest.